Ihr habt also Lust auf Siedler 3 oder 4 bekommen. Vielleicht zum ersten Mal seit langer Zeit, vielleicht aber auch zum ersten Mal überhaupt. Bei so alten Spielen gibt es natürlich einige Fragen zu beantworten. Laufen sie überhaupt noch anstandslos auf neuen Systemen? Wie sieht es mit dem Multiplayer aus und welche Release-Version sollte man nehmen? Die Antworten sind je nach Spiel mehr oder weniger kompliziert, arbeiten wir also der Reihe nach. Wenn ihr im Multiplayer spielen wollt, führt praktisch kein Weg am Settlers United Projekt vorbei. Dieses Projekt, zu dem auch ich beigetragen habe, hat es sich zum Ziel gemacht, Bugs zu beheben, das Balancing zu verbessern, bestehende Features zu überarbeiten und zum Teil sogar völlig neue Features zu implementieren. Aber auch wenn euch der Multiplayer egal ist, gibt es für Einzelspieler keinen guten Grund, auf die Vorteile dieses Projekts wie den Siedler 4 HD Patch und Wizard Maker zu verzichten. Zudem sind alle invasiveren Änderungen einstellbar, ihr könnt euch also auch weitestgehend auf die Bugfixes beschränken. Da die Frage aber gelegentlich aufkommt, sollte ich wohl schon mal erwähnen, dass Settlers United auch WireGuard installiert. Ein solcher virtueller Adapter wird also in eurer Liste auftauchen. Dies ist notwendig, um das Siedler 3 Matchmaking abzuwickeln. Um Spieler zuzuordnen, verbindet sich Settlers United mit Discord. Settlers United löst auch einige Virenscanner aus, da es laufende Prozesse modifiziert. Hierbei handelt es sich um falschen Alarm. Wie ihr Ausnahmen festlegt, hängt aber von eurem Virenscanner ab. Für Siedler 3 ist die Angelegenheit vergleichsweise unkompliziert, da Settlers United sowohl die alte Gold Edition, die Ultimate Collection von GOG und die History Edition unterstützt. Da das Ubisoft Matchmaking bei letzterer eine Totgeburt war, wird die History Edition quasi auf den Stand der Gold Edition gedowngradet. In Sachen Inhalt unterscheiden sich diese Versionen nicht, alle drei enthalten die Mission-CD und das Geheimnis der Amazonen. Die GOG-Version hat sogar untypischerweise nicht nur die englische, sondern auch die deutsche und polnische Sprachversion integriert. Sprachbarrieren sollten also auch nicht aufkommen. Wenn ihr also noch eine alte Gold Edition rumliegen habt, könnt ihr versuchen, sie zum Laufen zu bringen. Das habe ich selbst nur ein oder zweimal gemacht, ich verlinke aber einen Siedler-Community-Artikel zu dem Thema. Es ist sehr wahrscheinlich, dass ihr eure S3-Echse mit der Version aus der Platin Edition ersetzen müsst, da diese ein Kompatibilitätsproblem behebt. Wenn ihr aber keine alte Gold Edition besitzt, führt der schnellste und einfachste Weg über die GOG oder History Editions. Falls ihr Wert auf DRM-Freiheit legt, wollt ihr vermutlich GOG wählen. Andernfalls schaut einfach, ob eine der beiden Versionen im Angebot ist. Die History Edition ist gefühlt öfter im Sonderangebot als zum normalen Preis erhältlich. Im Sale reden wir von Preisen unter 2,50 €. Sobald ihr eure gewählte Version einmal erfolgreich gestartet habt, sollte Settlers United in der Lage sein, eure Installation zu erkennen. Für Siedler 3 gibt es drei Menüs mit Einstellungen, die ihr einmal durchgehen solltet. Eines befindet sich im Settlers United Client selbst, das zweite ist über einen zusätzlichen Button im Hauptmenü des Spiels erreichbar und das dritte in der Lobby, bevor ihr ein Match startet. Besonderes Augenmerk sollten die Modernisierungsfeatures finden, zu denen ich auch bereits ein Video gemacht habe. Diese Features sind im kompetitiven Bereich nicht unumstritten, da sie von einem Kasernenwegpunkt, wie ihn jedes andere Spiel dieser Art auch hat, bis zu automatischen Pio-Straßen reichen. Die Mehrheit der Multiplayer-Matches wird aber mit diesem Gesamtpaket ausgetragen und im Singleplayer sehe ich keinen Grund darauf zu verzichten. Für Siedler 4 ist die Sache etwas komplizierter. Oder einfacher, wenn man es anders betrachten will. Auch hier hättet ihr theoretisch die Wahl zwischen der Gold Edition, ihrem Gegenstück auf GOG und der History Edition. Ich war in der Vergangenheit alles andere als unkritisch gegenüber der History Collection und S4 hat es besonders hart erwischt, da es auf technischer Ebene stark gedowngradet wurde. Dennoch kann ich euch inzwischen nichts anderes mehr empfehlen. Zum einen, weil Settlers United aus technischen Gründen ausschließlich die History Edition unterstützt und dabei auch deren neue Probleme ausbügelt. Aber dazu kommt auch noch, dass anders als bei Siedler 3 die genannten Releases nicht inhaltsgleich sind. Siedler 4 hatte vier Erweiterungen. Die Mission-CD, das Trojaner-Add-on, die zweite Mission-CD, auch bekannt als die Neue Welt, und die dritte Mission-CD, auch bekannt als das Community-Pack. Allerdings gibt es keine Gold Edition, die all diese Dinge enthält. Die Neue Welt und das Community-Pack erschienen ursprünglich nur in Deutschland. Übersetzt wurden diese Inhalte erst mit der History Edition. Das Community-Pack ist aber auch in keiner deutschen Gold Edition enthalten. Die Neue Welt ist meines Wissens nach in den meisten Gold Editions, darunter in der Big Box und dem Green Pepper Release, enthalten. Allerdings ist es praktisch unmöglich, das vorher zu wissen, weil dieses Mission Pack nie auf dem Cover erwähnt wird. Ob man diese Inhalte vermissen sollte, ist natürlich Ansichtssache. Die GOG-Version ist das englische Release des Spiels mit der ersten Mission-CD und dem Trojaner-Add-on. Die deutsche Sprachversion fehlt hier, weil GOG hier selbst bei deutschen Titeln sehr inkonsistent ist. Polnisch ist aber verfügbar. Die Neue Welt lässt sich im Rahmen eines extra geschaffenen Deutsch-Patches nachpatchen, was ich auch verlinken werde. Nichtsdestotrotz seid ihr damit weder Multiplayer-tauglich, noch kommt ihr in den Genuss der diversen Bugfixes und Verbesserungen, die die Community in den letzten Jahren entwickelt hat. Für die Gold Edition gibt es immer noch die Enhanced Edition, an der ich ebenfalls mitgewirkt habe, diese wird aber auch nicht mehr weiterentwickelt, da Settlers United sowohl die Enhanced Edition als auch den Community Patch abgelöst hat, noch Mitglieder beider Teams hinter United stecken. Außerdem kann euch niemand garantieren, dass die Gold Edition auf eurem System überhaupt funktioniert. Ich konnte sie mal mit überschaubarem Aufwand zum Laufen bringen, an einem ähnlichen PC zwei Zimmer weiter war aber nicht mal die Installation möglich. Die Siedler 4 History Edition ist wie ihr S3-Gegenstück sehr oft im Sale für etwas über 2 € zu haben.
Auch Siedler 4 müsst ihr einmal normal starten, damit er das United auch Installation erkennen kann. Die meisten neuen Einstellungen nehmt ihr vor dem Spielstart über den Settlers United Client vor. Wenn ihr den HD-Patch aktiviert habt, findet ihr im Hauptmenü eine neue Schaltfläche an dem Ort, wo früher der Button Tipps war. Hier könnt ihr Einstellungen für den HD-Patch vornehmen und auch alle Spielerfarben nach euren Vorlieben ändern. Egal, ob ihr die normalen Farben schlicht nicht mögt, die Standardfarbe Rot in den Kampagnen mit einer anderen tauschen wollt oder an einer Form der Farbenblindheit leidet. Ansonsten findet ihr in der Lobby oder in der Missionsbeschreibung eine weitere Schaltfläche, in der ihr einige Dinge zuschalten könnt. Standardmäßig ist mein Ultimate Balance Overhaul als Balance Pack eingestellt, was ihr in der Regel beibehalten solltet. Zum einen ist dies der neue Standard für den Multiplayer, zum anderen profitieren auch diverse Singleplayer-Missionen von den Verbesserungen, gerade wenn von euch magiebasierte Strategien gefordert werden. Standardmäßig sind auch die Mods Transport Plus und Siedler Plus aktiviert. Ersteres hebt das Transportlimit des Spiels auf, das umgangssprachlich auch als Kohlebug bezeichnet wird. Siedler Plus hebt das Softcap für Siedler auf, sodass anstatt der bisher maximal 10.000 Siedler über 60.000 auf der Karte existieren können. Es gibt nicht wirklich Gründe, auf diese Mods zu verzichten. Um noch etwas Verwirrung vorzubeugen, spreche ich kurz die Platin Edition an, die ich vorhin auch im Siedler 3 Teil kurz erwähnt habe. Hierbei handelt es sich nur um ein Re-Release der ersten vier Teile zum 10. Geburtstag der Reihe. Sie ist inhaltsgleich mit den Gold Editions. Ihr könnt also die Siedler 3 Platin Edition mit Settlers United verwenden, allerdings nicht die Siedler 4 Platin Edition. Mit diesem Wissen solltet ihr nun alles Nötige haben, um die bestmögliche Erfahrung mit diesen beiden Klassikern zu haben.